Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Dämonikon. Ja, das schwarze Auge, Dämonikon. So, ich bin immer noch total müde. Es ist fast 2 Uhr. Und ja, wir sind jetzt Bürger. Und ich lasse die Stufe auf leicht, ja? Ihr nehmt mir es nicht übel, aber ich möchte vorrangig jetzt die Geschichte hier durchgespielt haben. Weil mir läuft die Zeit davon. Ich habe noch so viele Sachen zu erledigen. Was ist das? Eintreten. Okay, mal gucken. Wo sind wir denn hier? Hier können wir nochmal. Aha. Oh, schade, nicht mein Image. Ups. Kann man mit denen reden? Nein, mit denen kann man nicht reden. Können wir mit der Dame hier reden? Nein. Sieht gar nicht so schlecht aus. So. Wer wohnt denn oben? Hä? Was war das denn für ein Geräusch? Okay, doch, alles gut, ja? Alles in Ordnung? Haben wir hier nichts zu bieten? Komische Geräusche. Doch nicht normal. Das war Ausgang. So, was ist denn hier der Ausgang? Hä? Ne? Hast du mit hinten reingekommen, ne? Das sind beides Ausgänge. Was der so komische Geräusche? Sehr widerlich. Ja, stimmt. Ich hab mir jetzt. Auf der anderen Seite. Oder? Ja. Also sind sie jetzt alle nicht böse auf mich, ja? So. Ich habe noch meine Kampffähigkeit noch ein bisschen gesteigert. Ja. Können wir hier keiner mal löschen? Sind wir mit? Und mal schauen, was haben wir denn noch? Was gehen wir da hin? Hier können wir eintreten. Achso, sind wir wieder hier dran. Okay. Dann gehen wir wieder raus. Würde ich sagen, das ist schlecht. Bin ich alleine. Da ist jemand wach. Zu der späten Stunde. Okay. Wie gehen wir da lang? Oh, ich komme auch rein. Guten Abend. Wollen wir mal alles looten, was so geht, ne? Ach, ist da nach oben? Es geht auch nach oben. Hallo? Da kommen wir nicht rein. Noch nicht, jedenfalls. Na, da oben schon. Mal alles angucken, ne? Und diese herrenlosen Kisten mal entleeren. Muss unbedingt Alchemie irgendwas erlernen. Ein bisschen Alchemie kann nicht schaden. Ein schönes Osterfeuer. Okay. Mhm.
achten Sie auf die Ausdauer. Huch. Kann man nicht reden? Nein, schade. Was Schönes noch zu plündern. Wir haben schon alles geplündert, genau. Dann gehen wir mal hier hin. Haben wir schon erwartet. Junge, du hast gezeigt, dass du für Recht und Ordnung eintrittst. Dein Schwert kannst du auch am richtigen Ende anfassen. Ich will, dass du einer von uns wirst. Einer von der Garde. Solange ich keine Früchte auf der Brust tragen muss, ich bin dabei. Oh, ein schwarzes Schwert. Wow. Es war vollbracht. Durch seine Taten am Zeughaus hatte Chiron sich und seiner Familie einen festen Platz im Schutz von Wahrungsmauern gesichert. Falk von Arevor würde sich eine andere Braut suchen müssen. Doch Chiron blieb keine Zeit zur Freude, denn plötzlich brach Panik in den Gassen von Warung aus. In der Weststadt erhoben sich massenhaft Untote und griffen die Flüchtlinge an. Chiron verlor keine Zeit. Seine Familie war in Gefahr. Er eilte zum Flüchtlingslager. Oh Mann, das bleibt auch ein keine Zeit, das mal zu genießen, ne? Na gut, auf geht's. Tote schnitzeln. Auf geht's. Schwarzmagier. Knochenmauern. Untote und Dämonenmagie. Halt aus, Kalandra! Ah, ich hab ihn nicht ausgerüstet, ich Trottel. Ah, er kann hüpfen. Mann! Yes. Zu spät, wollte ich noch helfen. Widerlich. Ah.
Schneebären. Das ist ja widerlich. Mal gucken, was haben wir denn so? Waffe. Rot, Metallpfeil, schwarzes Schwert. Was hat der denn? Genau. Das nehmen wir. Okay. Jetzt kann man noch sockeln. Das kann alles aussehen. Ich weiß nicht identifiziert. Okay. Was ist das? Das Nekromanten. Das Nekromantentotem zieht ein schauriges Grinsen. Es ist direkt vor dem Zelt deiner Familie aufgestellt. Richtet sich das an euch? Gibt man euch die Schuld, dass Flüchtlinge misshandelt und abgeschlachtet werden? Nein, aber schon. Kann ich zerstören irgendwie? Komm nicht rein. Okay, wir müssen in die Richtung. Hä? Falsch irgendwie. In die Richtung. Wie komme ich durch? Wo ist denn die Steckkarte? Ah, hier muss ich rein. Da ist sie doch. Kalandra, Vater, geht es euch gut? Es geht uns gut, Chiron. Diese Hütte wird nicht lange standhalten. Mit dir zusammen können wir einen Ausbruch wagen. Was ist überhaupt passiert? Der Angriff kam ganz plötzlich. Es war reines Glück, dass wir die anderen retten konnten. Glück ist untertrieben. Da draußen wird zerfetzt, was lebendig ist. Die Untoten kommen aus allen Richtungen. Es muss also mehrere Quellen geben. Beschwörungskreise. Nekromantenwerk. Wir müssen zum Praios-Tempel. Der lässt sich am besten verteidigen. Geweihter Boden. Wenn wir Glück haben, wird der Segen des Sonnengottes die Untoten aufhalten. Lasst uns gehen. Alleine? Und all die Menschen hier? Sie sind Flüchtlinge wie wir. Wir gehören nicht mehr zu diesen Menschen. Was soll das heißen? Wir haben das Bürgerrecht. Wir können in die Stadt. Ich muss sie nicht heiraten? Nein. Dafür ist jetzt nicht die Zeit. Lasst uns gehen. Die Rondrianer scheinen ja nicht sonderlich gründlich gewesen zu sein, als sie Warung befreiten. Das bringt uns jetzt nicht weiter, Chiron. Ich habe von den Flüchtlingen gehört, dass sie mehrere Beschwörungskreise auf dem Weg hierher gesehen haben. Dann sind es wohl auch mehrere Nekromanten. Diese Beschwörungskreise müssen zerstört werden. Na super. Sonst gehen die Angriffe weiter. Nachschub dürfte es jedenfalls genug geben, bei den Mengen an Leichen, die hier liegen. Wo steckt eigentlich Falk? Sind Hochwürden für Untote nicht zuständig? Hör auf, Chiron. Wir wissen nicht, an welcher Stelle des Lagers sie gegen die Untoten kämpfen. Richtig, wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass ich auf dem Weg hierher keinen einzigen Rondrianer gesehen habe. Richtig. Wir wissen nicht einmal, ob der Praios-Tempel überhaupt noch geweiht ist. Hört auf. Immerhin ist der Tempel gut zu verteidigen. Lasst uns einfach gehen. Okay. Die Untoten können jeden Moment wieder angreifen. Wir müssen gehen. Ich werde diese Menschen hier nicht zurücklassen. Was? Du willst uns wirklich zum heiligen Paar des Lagers machen, was? Ich weiß nicht, was du meinst, Chiron. Chiron, geh voran. Du schlägst dich durch das Gröbste und wir folgen mit den Flüchtlingen. Von einem Beschwörungskreis zum nächsten. Wenn ich mir einen Nekromanten geschnappt habe, zerstöre ich seinen Kreis und ihr kommt hinterher. Es ist der härtere Weg. Aber wenn wir ihnen entgegengehen,
ist die Gefahr geringer, dass wir verfolgt werden. Also los. Na super. So, hat gespeichert. Ist hier noch was zu plündern hier? Nein. Gut. Auf geht's, Leute. Seid ihr bereit? Dann mal los. Das war der erste. Was hast du gefunden? Eine abgeschlagene Hand. Ein Rest vom Sturm auf das Zeughaus. Abgeschlagene Körperteile. Als Opfergabe für die Anrufung eines Dämons. Für eine Untotenbeschwörung käme eigentlich nur Tagunitot in Frage. Die Erzdämonin der Untoten. Die dunkle Mutter. Hört auf, alle beide! Wer solche Namen nennt, der spielt mit seinem Seelenheil. Als ob du dich damit je zurückgehalten hättest. Das ist etwas anderes, Kalandra. Das verstehst du nicht. Glaub bloß nicht, du kannst mich ewig damit abspeisen. Lasst uns weitergehen. Wir haben noch nicht alle Nekromanten erwischt. Oh Mann, auf geht's. Questbuch aktualisiert. Ah ja. Du hörst der Garde, du bist ein Bürger bei uns. Ja, was steht da? Die Untoten würden von Nekromanten gerufen. Und weil sie diese schäbige Unterschlupf nicht mehr lange macht, ist Angriff nun wohl die beste Verteidigung. Ich muss die Nekromanten finden und die Beschwörungszirkel zerstören. Was haben wir hier? Als Dank für meine Hilfe am Zeughaus hat Fergolosch meine Familie das Bürgerrecht besorgt. Kalanda muss nicht mehr heiraten. Außerdem gehöre ich jetzt zur Stadtgarde. Das wird mir einige Vorteile bringen. Auch wenn nun Paryl und das Kreuzkartell zu meinem Feind zählen. Feinden zählen. Ja. Jedenfalls, sobald Zennenmeister Jakon zurück in der Stadt ist, werde ich ihm ein paar Dinge über seinen Stellvertreter berichten. Okay, machen wir erstmal das. Das machen wir erstmal. Okay. Oh. Ich muss den Kopfhörer wieder ein bisschen absetzen, so zumindest zur Hälfte. Damit ich mich selber höre. Komm. Da ist schon wieder einer, wir sind zu spät. Was ist da los? Das Gesicht der Frau ist in unendlichen Schmerzen verzerrt. Ihre Glieder sind gebrochen und sie ist ausgeweidet worden wie ein Schwein. Nicht einmal ein ausgehungerter Zombie hätte so etwas von allein getan. Irgendwelche Nekromanten müssen den Befehl gegeben haben, aber warum? Ach Mensch, ach je. Oh, der von meinen Füßen, das ist ja sehr freundlich von denen. Huch. Da. Da hinten ist er. Soll ich mich dahin freikämpfen? So. Schon vielleicht jetzt viel schöner. Das ist viel angenehmer so. Oh, Bernstein, okay. Ein Sack. Du hast etwas gefunden. Einen Bernstein. Den heiligen Stein des Sonnengottes Praios.
Genauso einer wurde vor kurzem gestohlen. Der Fall kam nie zur Anzeige, weil der Bestohlene Angst hatte. Du hast dich wirklich gründlich in Wahrung umgeschaut, was? Lakharaz. Eindeutig der Herr der Rache. Nur ihm würde man einen Bernstein opfern, um sich die Beschwörung zu erleichtern. Der Widersacher des Sonnengottes Praios? Was soll ausgerechnet der mit einer Untotenbeschwörung zu tun haben? Vielleicht erklärt das, wieso sie bei Tag angegriffen haben und nicht zu Staub zerfallen sind. Dieses lichtscheue Gesindel. Seid nicht albern. Das alles passt nicht zusammen. Wir müssen den Drahtzieher finden, wenn wir mehr wissen wollen. Wenn Lakharaz im Spiel ist, will sich jemand rächen. Wenn er aber gleichzeitig ausgerechnet Untote ruft, will er von etwas anderem ablenken. Etwas Größerem. Vater, dann ist er bestimmt ein Borbaradianer. Bei denen ist alles anders, als es scheint. Das findest du lustig, ja? Das findest du lustig, du einfältiger Trottel! Komm, Vater, beruhige dich. Wir müssen weiter. Wenn wir ihn finden und er ist wirklich ein Borbaradianer, darfst du den letzten Schlag führen. Ihr seid Narren, Kinder. Glückliche Narren. Komisch. So. Da ist eine Kiste. Viel wichtiger. Die identifiziert also. Sonst noch was hier? Ne, dann geht's weiter. Wir müssen da lang. Ach je. Oh Mann. Noch eine Barrikade. Ein Beschwörer muss noch am Leben sein. Ja, und wo ist er? Wo ist der Beschwörer? Ich will den Beschwörer erst gleich finden. Wo ist der Beschwörer? Da ist er. Das Schwert ist verloren, wie lange ist. So. Sind die anderen auch noch töten, ne? Können wir das mit dem Töten? Ist relativ easy. Die Rasen mähen. So, liebe Hörer, so muss das sein. Ja, ein Richtschwert. Einigung 2. Verunreinigte Halterings, also leblose Tonfigur, das sind so ein paar Sachen, die man gar nicht unbedingt haben möchte. So. Was zur Niederhölle ist hier passiert? Ein Nekromant weniger, ein Dämonenopfer mehr. Ein Richtschwert mit einem Löwenwappen darauf. Eine Rondrianerwaffe als Opfer für eine Untotenbeschwörung? Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Der dämonische Widersacher der Kriegsgöttin hat doch gar nichts mit Wiedergängern zu tun. Richtig. Die Beschwörung muss an einen anderen Dämon gerichtet gewesen sein, als an die Erzdämonin Targunitot. Die Untoten wurden unabhängig von dieser Beschwörung gerufen. Neben Rondas Erzfeind Belhalhar käme aber auch der Herr der Rache, Lakharaz, in Frage. Dem werden öfters Richtschwerter geopfert. Wie kommt es eigentlich, dass du so viel über Dämonen weißt? Das lernt man mit den Jahren. Natürlich. Chiron, wolltest du nicht vorangehen? Bis zum Praios-Tempel ist es noch ein Stück. Oh. Ist hier nichts mehr? Was wir brauchen könnten vielleicht? Hier ist nichts. Okay. Auf geht's. Zum Praios-Tempel. Lecker.
Da sind sie ja. Falk, wer hätte gedacht, dass es euch ausgerechnet hierher verschlägt? Scharfzüngig wie eh und je. Wenigstens auf diese Weise kann man euch von den Untoten unterscheiden. Halt nun nicht. Falk, seid ihr hier, um zu helfen? Die Untoten haben sich nicht spontan erhoben. Jemand hat sie gerufen. Wir sind diesem Mann bis hierher gefolgt. Der Anführer der Untotenbeschwörer ist in den Praios-Tempel geflohen. Aha. Er sitzt in der Falle. Das Haus des Sonnengottes wurde entweiht. Der Gott der Fürsten wird die Niedersten nicht schützen. Wenigstens das wissen wir jetzt. Und wir wissen, wohin die Seele dieses Nekromanten fahren wird, wenn wir mit dem fertig sind. Falk soll ihn holen? Nein, ich hole ihn. Verteidigt die Flüchtlinge. Ich gehe rein. Ihr wart sehr tapfer. In Rondras Namen lasse ich euch den Vortritt. Oder was? Fürchtet ihr plötzlich um eure sauberen Finger? Nein, werter Chiron. Einmal im Leben sollt auch ihr die Gelegenheit haben, euch auszuzeichnen. Vielleicht hört ja eine reiche Bürgerstochter von eurem Mut. Eine geschickt arrangierte Heirat mit so einem kleinen Flittchen könnte auch euch das Bürgerrecht verschaffen. Du bist ein Ketzer. Du verrätst die Rheinländer. Wir brauchen dich nicht mehr. Du. Chiron! Bitte. Ich gehe rein. Schade. Oh, oh, ich glaube, erwartet. Chiron, ich habe dich erwartet. Woher kennst du meinen Namen? Wo du hingehst, brauchst du keinen Namen mehr. Mach dich bereit, der dunklen Mutter zu begegnen. Muss ihn bekämpfen. Bekämpfen. Doch, kann ich. Auf meinen Kasten gelegt, das ist ja dumm von mir. Nein, bist du nicht da. Mir fehlt mir so ein bisschen das Feedback. Glas, das Auge des Beschwörers. Nach der Flucht des Schurken blieben viele Fragen offen. Wer war der Beschwörer? Was wollte er erreichen? Warum hatte Falk, ein ranghoher Rondrianer, ausgerechnet Chiron den Vortritt im Kampf gegen den Beschwörer gelassen? Anstatt einer Antwort befahl Falk den Rondrianern, das Flüchtlingslager abzuriegeln und darin mit allen Mitteln nach dem Beschwörer zu suchen. Seine Braut Kalandra und ihre Familie quartierte er im alten Pranger ein, dem besten Gasthaus am Platz. Zumindest jetzt, da die Hochzeit näher rückte, schien er sich auf Kalandras Wohlergehen zu besinnen. Jedenfalls erweckte er diesen Anschein.
Brauche ich nicht mal heiraten? Ich kann das hier erst ablehnen. Hör auf zu lauschen, Chiron. Was im Nebenzimmer gesprochen wird, geht dich nichts an. Falk spricht mit seiner Mutter. Plant wahrscheinlich sein nächstes Verbrechen, der Bastard. Hör auf! Wir haben verstanden, dass du sie nicht leiden kannst. Nicht mal du magst die beiden, Vater. Wir konnten doch sehen, wie du Falks Mutter angestarrt hast. Du gewöhnst dich besser an die beiden. Das werde ich nicht tun, Vater. Wir haben das Bürgerrecht. Wir brauchen sie nicht mehr. Du wirst Falk heiraten und mit ihm ziehen, sobald er von seiner Kirche versetzt wird. Ich gehe, wohin ich will. Und ich heirate, wen ich liebe. Halt den Mund, Kalandra. Du weißt ja nicht mal, wovon du sprichst. So redest du nie wieder mit uns. Sonst sitzt du morgen früh alleine auf deinem verfluchten Bürgerrecht. Du bist ein rebellischer Idiot, Chiron. Hör auf, deine Schwester aufzuhetzen. Vater? Ich liebe Chiron. Huch. Du, Scheiße. Du weißt nicht, was du da sagst. Das ist unsere Sache. Hä? Ich liebe Kalender. Das ist unsere Sache. Es geht dich nichts an. Du kannst uns nichts mehr verbieten. Kinder, ihr rennt in euer Unglück. Ich hoffe, ich störe nicht. Oh doch. Ich dachte, vielleicht möchte mir die kleine Kalandra ein paar Ratschläge geben, wie wir die Hochzeit besonders geschmackvoll gestalten können. Der alte Rondra-Tempel ist so ein schmuckloses Gemäuer. Und es wäre doch schade, wenn unsere Geschmäcker allzu verschieden sein sollten. Gewiss. Sie wird mit euch kommen. Vater. Mein lieber Chiron, es ist wirklich rührend, wie sehr du dich um dein Schwesterchen sorgst. Aber auch ich glaube, sie sollte für sich selbst entscheiden, nicht wahr, Bjarn Baladein? Ich komme mit. Oh, na, ja, hervorragend. Wir werden ein Fest ausrichten, wie es Warung noch nicht gesehen hat. Komm mit. Und der besorgte Herr Bruder kann später natürlich gerne nachkommen zum Tempel. Gehabt euch wohl, meine Herren. Kalandra ist nicht freiwillig mit Falks Mutter gegangen. Sie ist verzaubert worden. Das war ein Bann Baladin. Ein harmloser Elfenzauber. Wahrscheinlich hat Falks Mutter versucht, die Situation zu entspannen. Hast du ihre spitzen Ohren bemerkt? Wenn sie eine Elfe ist, wie kann sie dann Falks Mutter sein? Er ist kein Halbelf. Vielleicht ist sie nur seine Ziehmutter. Das gibt es öfter, als man denkt. Du willst es einfach nicht begreifen. Falk ist ein Hurentreiber, ein Verräter und wahrscheinlich noch Schlimmeres. Ich habe uns das Bürgerrecht besorgt. Warum dieses Beharren auf der Hochzeit? Ihr seid Geschwister, Chiron. Aber warum muss es ausgerechnet Falk sein? Ich werde es dir nicht sagen. Ich wünschte, du könntest mir einfach vertrauen. Ja. Während Falk seine Hochzeit vorbereitet, durchkämmen die Rondrianer das Flüchtlingslager. Sie suchen den Beschwörer. Wenn er sich wegteleportiert hat, könnte er jetzt überall sein. Moment bitte. Zu eng hier alles, viel zu eng. So, das musste sein. Ich muss was trinken, unbedingt. Ich merke, was zu trinken geholt. Stellst du aber Kilometer weit weg. Genug davon. Es ist jedenfalls merkwürdig, dass Falk nun alle Kräfte der Rondrianer auf das Flüchtlingslager konzentriert. Als wollte er sie von einem anderen Ort fernhalten. Trotz allem ist Falk ein Rondrianer. Was sollte er mit dem Erzdämon der Rache zu tun haben? Ich weiß es nicht.
Aber es ist merkwürdig, dass der Beschwörer meinen Namen kannte. So, haben wir noch was? Rondra-Tempel noch? Machen wir das noch? Dass Kalandra ausgerechnet im alten Rondra-Tempel heiraten soll. Die Warunker sagen, dieser Ort war ein nekromantisches Hurenhaus. Es geht Falk um die Geste. Das gute Neue besiegt das schlechte Alte. Die Warunker werden ihn dafür lieben. Sennenmeister Jakon wird das nicht schätzen. Es untergräbt seine Autorität. Doch er ist nicht in Wahrung. So kann Falk Gehorsam von allen Rondrianern einfordern. Auch von denen, die weniger nachsichtig sind. Okay. Ich gehe zum Rondra-Tempel. Ich kann Kalandra nicht mit dieser Frau allein lassen. Wenigstens einer von uns muss zu ihr halten. Neues Quest erhalten. Das wäre dann bei Helsa. Okay. Kann das lieber, das ist ja auch schwierig, ne? Kalandra liebt mich. Und Vater weiß es. Trotz unseres neuen Bürgerrechts will er seine Heiratspläne ums Verrecken nicht aufgeben. Ich verstehe diesen alten Sturkopf nicht. Sein Bürgerrecht hat er. Der Rest kann ihm egal sein. Falks Mutter taucht mit ihren Elfenzaubern wirklich immer in unpassenden Momenten auf. Jetzt hat sie Kalandra mitgenommen für Hochzeitsvorbereitungen im alten Rondra-Tempel. Aber ich werde sie nicht im Stich lassen. Ja, sie hat den Zauber Ban Baladin. Dein Freund bin ich benutzt. Oh, ist ein ziemlich einfacher Zauber. Den kann, glaube ich, jeder Elf zu Anfang. So. Ist hier nichts zu plündern? Nein. Da kommen wir nicht durch. Nein. Da ist zu. Dann gehen wir. Ah, was los? Was los? Huch. Wieso greifen die mich an? Der ist in unser Hauptquartier eingebrochen. Sie haben Feodor entführt. Da ist ein großer Fels ins Rollen gekommen. Mit der Peitsche. Moment, warne meine Leute. Gut möglich, dass du der Nächste auf Karels Liste bist. Wir haben dem Kartell ja genug Anlass zur Rache gegeben. Warum geht das Kartell für diesen Magier ein so hohes Risiko ein? Karel konnte es einfach nicht hinnehmen, dass die Garde im Vorteil waren. Im Vorteil? Ihr habt Feodor doch nur eingesperrt und sein Wissen nicht genutzt. Aber wir hätten es gekonnt. So wie Karel jetzt. Natürlich habe ich Feodor nicht wie einen Gast behandelt. Aber schließlich ist er auch ein Ketzer. Man kann nicht einfach sagen und tun, was man will. Jeder trägt Verantwortung für seine Taten. So. Bei Angros Bart, jawohl. Habt ihr von der Entweihung des Praios-Tempels gehört? Ja, und ich hörte, dass du dich gut geschlagen hast, Junge. Schade, dass die Rondrianer den Fall an sich gerissen haben. Es war sehr merkwürdig. Überall gab es Hinweise auf den Herrn der Rache. Vielleicht war dieser ganze Angriff ein Ablenkungsmanöver. Klingt nach dem Kartell. Ist alles zuzutrauen. Wieso sollte das Kartell etwas mit der Entweihung des Tempels zu tun haben? Wer immer den Schurken fängt, die Warunker werden ihn feiern.
Irgendwas könnte Parel sehr nutzen, wenn sich das Machtgefüge wieder verschiebt. Ihr meint, wenn wieder Ämter vergeben werden? Ganz schön gerissen, der alte Parel. Schmiedet sich selbst einen Drachen, versenkt ihn im Badanch und zieht dann als Drachentöter nach Xornosh. Was? Ich meine, dass ich Parel Ruhm ergaunern will. Ganz einfach, Junge. Und wenn nicht Parel hinter dem Nekromanten steckt, sondern Falk von Arivor? Ja, wenn er den Nekromanten festnimmt, werden die Warunker ihn als Helden feiern. Und er hätte vermutlich Aussicht auf Jakons Position als Oberhaupt der Rondrianer. Immer langsam, Junge. Sennenmeister wird man nicht von heute auf morgen. Da müsste er Jakon schon im Zweikampf erschlagen. Und für so einen Zweikampf bräuchte er einen wirklich guten Grund. Sonst steht ihm am nächsten Tag die halbe Rondra-Kirche im Stollen. Vor der Tür, meine ich. Mit Schwertern. Du weißt schon, Junge. Doch viele Warunker wären auf seiner Seite. Er könnte über die Rondrianer hier befehlen und die Stadtmauern würden ihn schützen. Im Moment sind sie jedenfalls in der Weststadt unterwegs. Vielleicht finden sie den Menschen ja. Und wenn nicht, finden wir ihn. Wir haben ja jetzt freie Bahn, wo die Rondrianer weg sind. Warum geht das Kartell für diesen Magier ein so hohes Risiko ein? Achso. Parel konnte es einfach nicht hinnehmen, dass die Garde im Vorteil war. Im Vorteil? Ihr habt Feodor doch nur eingesperrt und sein Wissen nicht genutzt. Ah. Aber wir hätten es gekonnt. Kann man nicht abbrechen. So wie Parel jetzt. Man kann nicht. Das kann man ja. So. So. Das hatten wir schon. Deswegen mal durchgedrückt. Mit Escape geht das übrigens. So. Ich gehe jetzt zum alten Rondra-Tempel. Ich wollte dort meine Schwester abholen. Gut, Junge. Pass auf dich auf. Ja. Oh, wir haben ordentlich Punkte, ne? Jetzt können wir ein bisschen was machen. Da brauchen wir 300 für. Auch 300. Müssen wir ein bisschen sparen? Und dann können wir das was anderes machen. Hammerschlag. Hammerschlag. Hammerschlag ist der härteste Schlag überhaupt. Von der schwache Variante kann er Knochen brechen. Fahnenschlag. Der einfache Fahnenschlag verschafft Platz, wenn du bedrängt wirst. Zu kämpfen musst du dich bewegen können. So. Stumpfer Schlag. Besonders geeignet für schnelle Gegner. Oft reicht die Frist von 2 Augenschläge, um dich in eine bessere Position zu bringen. Gezielter Stich. Jede Rüstung hat ihren Schwachstelle. Finde und durchbohre sie. Ziel bei Menschen auf Hals- und Achselhöhe. Bei Tieren lohnt sich auch der Bauch. Den nehmen wir. Und dann komische Aura. So. Die kennen wir noch nicht. Was haben wir hier? Die haben wir schon. Haben wir. So, was ist das? Fingerfertigkeit. Charisma. Überreden, falschen. Überreden. Hören wir mal. Heilkunde. So, was haben wir hier? Sagen und Legenden. Manche Geschichten, also das hatten wir. Was haben wir da? Pflanzenkunde. Pflanzenkunde finde ich sehr wichtig. So. Hubschmied, Schlosser knacken.
Am falschen. Was haben wir da noch? Überreden. So. Charisma. So. Alles klar. So nehmen wir das. Ja, jetzt. Ich hoffe, es ist gut geskillt. Aber es könnt ihr ja gerne kommentieren. Reiset die göttliche Loin. Ein weiterer Schlag wider die Finsternis ist gelungen. Selbst für die gefallenen Mädchen gibt es Hoffnung. Selbst jene, die einst ihre Körper verkauften. Was ist denn hier los hier? Mal hier schlechte Laune. Das kann ich verstehen. Bin ich froh, hier drin zu sein. In der Weststadt verfaulen die Leute bei lebendigem Leib, habe ich gehört. Oh, sieht aber scheiße aus. Mein Weib hat zu schweigen, wenn ich es verlange. Das reicht. Chiron, lass es. Richtig, meine Liebe. Nein. Es wäre doch zu schade, wenn mein Herr Schwager unsere Hochzeit vom Schafott aus beiwohnen müsste. Mann gegen Mann würde Chiron dich in Stücke hacken. Es wird mir eine Freude sein, wenn die Zeit reif ist. Männer, Abmarsch. Hast du dich nicht gewehrt? Es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Das sieht schlimmer aus. Seine Mutter ist dazwischen gegangen, bevor es hässlich wurde. Was habt ihr im Tempel gemacht? Hochzeitsvorbereitung im Tempel. Und eine Art Prüfung an mir. An dir? Chiron, es gibt jetzt Wichtigeres. Bitte hör mir zu. Falks Mutter scheint mich zu mögen. Wirklich sehr. Ich konnte ihr viele Fragen stellen und sie hat geredet wie ein Nandus-Jünger. Falk hat mich geschlagen, damit ich mit dem Fragen aufhöre. Sie weiß schon viel zu viel, hat er gesagt. Und er hatte recht. Diese Prüfung, hatte sie etwas mit unseren magischen Kräften zu tun? Falks Mutter weiß etwas darüber. Ich bin sicher, meine Gabe war der Grund für die Prüfung. Als sich unser Blut vermischte, scheinen wir irgendetwas aufgeweckt zu haben. Das kann doch alles nicht wahr sein. Vater warnt uns jahrelang davor, unser Blut zu vermischen, verschweigt aber den Grund. Dann kommt eine maskierte Elfe dahergelaufen und du musst ausgerechnet den Mann heiraten, der sich als ihr Sohn ausgibt. Und als sich zufällig unser Blut vermischt und dadurch irgendwelche magischen Kräfte in uns erwachen, hat genau diese Elfe eine Antwort darauf. Eine Antwort hat sie mir nicht gegeben. Nur viel feierliches Geschwätz über die Macht von Blut und Schmerzen. Und zwar direkt, nachdem mich Falk geschlagen hat. Sehr passend. Ich spreche mit Vater. Er muss aufhören, uns anzulügen. Solange du ihn nicht auch blutig prügelst. Was hat Falks Mutter an dir geprüft? Ich glaube, es war eine Art magische Prüfung. Meine Jungfräulichkeit hat sie jedenfalls kaum interessiert. Kaum? Sie meinte am Ende, es habe bereits begonnen. Und weiter? Nichts weiter. Sie hat nur gelächelt und ziemlich begeistert über die Hochzeit gesprochen. Und über die Freiheit, die Macht, die Ekstase. Falk stand geifernd daneben. Ekelhaft. Diese Frau ist wirklich seltsam. Hast du ihre spitzen Ohren gesehen? Ich glaube nicht, dass sie seine Mutter ist. Eher sowas wie seine Lehrerin. Und sie ist im Moment nicht sehr zufrieden mit ihrem Schüler.
Sie hat ihn Versager genannt. Weil es für einen Rondrianer unwürdig ist, die Geduld zu verlieren? Nein, er muss vorher einen Fehler gemacht haben. Ich bin nicht sicher, aber es klang so, als habe er irgendeine Tarnung gefährdet. Nach dem Schlag hat sie ihn angezischt. Du Narr! Spätestens jetzt hat es begonnen. Vielleicht hat es mit dem Flüchtlingslager zu tun. Damit, dass der Beschwörer entkommen ist. Oder damit, dass ich ihn besiegt habe. Oder mit unseren magischen Gaben. Ich weiß es nicht. Kalandra, lass uns hier weggehen. Vater hat sein Bürgerrecht und wird schon zurechtkommen. Es gibt keinen Grund mehr, dieses Schwein zu heiraten. Es gibt genau drei Gründe, hier zu bleiben und so zu tun, als würde ich Falk heiraten. Erstens läuft dieser Beschwörer immer noch frei herum. Er hat das halbe Flüchtlingslager auf dem Gewissen. Und wenn ich richtig verstehe, weisen alle Spuren auf meinen Bräutigam. Zweitens ist Falks Mutter die Einzige, die uns etwas über diese merkwürdigen magischen Gaben erzählen kann. Ich glaube einfach nicht daran, dass Vater sein Schweigen nach all den Jahren bricht. Und drittens? Drittens weiß ich nicht, ob du mich liebst. Ob du mich mehr liebst, als man seine Schwester liebt. Wenn ich es jetzt sagen würde, klänge es falsch. Richtig, du dämlicher Klotz. Also werde ich wohl noch warten müssen. Ich werde nicht hier rumstehen und warten, bis die Hochzeit beginnt. Ich will diesen Beschwörer erledigen. Warte, ich habe noch etwas herausgefunden, das dir vielleicht hilft. Falks Mutter hat viel über die Söhne des Gottes Nandus gesprochen. Den Dämonenmeister Borbarat und Rohal den Weisen. Ketzerei im alten Rondra-Tempel. Unglaublich, dass die Rondrianer so etwas dulden. Außer Falk war keiner von denen in der Nähe, als sie darüber gesprochen hat. Sie hat einen Totenrat erwähnt. Borbarats Totenrat. Er soll sich hier im Molchenberg befinden. Vater sprach einmal davon. Drei Schädel mit dem unendlichen Wissen des Dämonenmeisters. Oder so ähnlich. Wenn ich Falks Mutter richtig verstanden habe, ist dieser Totenrat irgendwo im Molchenberg. Das könnte unsere Chance sein. Wenn der Totenrat auf alles eine Antwort weiß, könntest du ihn alles Mögliche fragen. Über die Untoten, über den Beschwörer. Vielleicht weiß der Rat sogar, welche Lügen uns Vater noch aufgetischt hat. Selbst wenn es diesen Rat wirklich gibt, die Geister sind Gelehrte, keine Hellseher. Woher sollten sie etwas über uns wissen? Hast du eine bessere Idee, wer uns helfen könnte? Vater lügt. Falk schlägt um sich. Und seine Mutter erzählt mir sicher nichts mehr. Ich habe gerade einen sehr klugen Magier kennengelernt. Und wo ist dein allwissender Magier? In einem tiefen Verlies, umgeben von Feinden. Dann ist es ja viel klüger, an diesen großartigen Magier ranzukommen und die tiefen Geheimnisse eines Halbgottes links liegen zu lassen. Weißt du, vielleicht tue ich ja genau das. Bitte, deine Entscheidung. Aber es wäre einfach nur dumm. So. Nur dumm also. Sagen wir, ein bisschen dickköpfig. Mit Borbarats Totenrat sprechen und auch noch eine Antwort erwarten. Das klingt mir einfach zu fantastisch. Aber es ist so schön, dass du es trotzdem tust. Viel Glück, mein Held. Tja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Falk und seine Mutter, seine angebliche Mutter. Da ist was Böses im Spiel. Das sind keine. Ist meine Uhr? Gut. Da verstehen. Okay. Oh, der Navi funktioniert gut. Ja. So, wie lang? Und dann kommen wieder Besucher. Oh, von hinten. Das waren doch die. Oh, so machen wir. So. Oh, noch mehr. Hey, herrlich. Ich bin verlangsamt worden. Ich
keine Chance, sich zu wehren. Sehr gut. Ja, viel haben sie nicht abgeworfen, ne? Ein bisschen mehr sein können. Alles klar. Ist hier hoch? Hä? Ist da was gewesen? Ah, eigentlich kann ich ja Pflanzen sammeln. Stimmt. Sehr gut. Oh, das ist meine Kiste. Können wir jetzt eigentlich was brauen? Wo war denn das jetzt? B. Ja. Blutroter Heiltrank. Bisselkopf fehlt mir und Morgentau. Was haben wir noch? Aber wir können nur ein bisschen das machen. Also, okay. Da fehlen mir noch ein paar Kräuter. Ein paar Kräuter sammeln. Und alles, was wir Kräuter finden, sollten wir dann auch mitnehmen. Ach je, je, je. Huch, hier ist nichts. Wo geht's denn hin? Hä? Okay. Ein paar Flüchtlinge hier oben, aber da müssen wir nicht hin anscheinend. Das ist noch eine Kiste. Ah, oh, wir brauchen Schlüssel an 4. Na super. Da ist noch eine Kiste. Im Flüchtlingslager sollen die Toten aufgestanden sein, um das Fleisch der Lebenden zu fressen. Wo geht's denn weiter? Oh, ich muss also mal sehen. Da kommen wir nicht weiter. Geht's irgendwo rein? Habe ich eine Tür übersehen, die ich benutzen soll? Ne, hier ist nichts. Kann ich hier hoch, aber hier ist nichts. Ah, so. Die Maustaste drücken. Okay. Oh. Da waren wir doch schon mal, ne? So. Geht nicht. Den nehmen wir Rang 3. Okay. Hat er gespeichert eigentlich? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Hallo, ihr Süßen. Wie gleich die Viecher sind, das fehlt mir. Dämonen, das. Oh, Dämonen, ja, hier Dämonen, wenn es so sein. Okay. Kommt noch mehr. Ich hab noch hier schon alles sauber gemacht, wie ist alles wieder so versifft. Ein bisschen aus wie Falle. Nein, machen wir so einen Türöffner da. Ist hier noch was? Sehen muss? Ne, hier ist nichts weiter. Okay, okay. Oh, wir müssen mal langsam zum Schluss kommen. Ich versuche mal einen Speicherpunkt zu finden.
Auf die Kern. Interessant. Hässliche Viecher. Dann wollen sie auch nicht dich töten. Schwindnapper. Okay. Können wir irgendwie hier was von unseren Kampfsachen irgendwie besetzen? Ja, das können wir. Ach doch, das können wir. Ah. Drei. Achso, das war schon besetzt. Das auf zwei. Das können wir nicht. Das können wir nicht besetzen. Okay, nur diese drei. Okay. Was ist das? Befragungsschreiben. Den auch noch. Okay. Darf ich mal freistellen, ob ich ein paar Sachen verstehe und lesen kann? So, das können wir uns einfach mal. Okay, eins übernehmen. Alles klar. Wo lang müssen wir? Dann. Zum Glück ist sonst nichts weiter, ne? Und da sind wir gekommen, ne? Oder? Ja, jetzt geht's hier weiter. Wir müssen eine Animation machen, können wir nach dem Hebel greifen, ne? Ah, das kennen wir doch schon irgendwo her, ne? Natürlich. Das ist auch irgendwie lame, ne? Konnte ich den ausschalten? Wie war das noch? Wie war das mit... Komm nicht hin. Wir waren Fernkampfangriff. Oh, wir waren der Fernkampfangriff noch. Weißt du es nicht mehr? Weißt du es nicht mehr? Ich weiß das nicht mehr. Wie war der Fernkampf noch? Ich hab's vergessen. Ah! Was war das jetzt? Egos. Egos, der Fernkampf. Oh. Weiter. Also, wie gesagt, raus geht's hier. Oh, Mann. Oh. Schon zu spät, schon viel zu spät. Ich mach viel zu lang. Ist halt schon geplündert, jetzt nichts mehr zu holen. Aber hier waren wir halt schon, ne?
Ja. Da so ein bisschen. Und hier sagen Legenden. Das kann man es ja lesen. Aus den Aufzeichnungen des fexgeweihten Phetrion Norderstedt, Veteran der dritten Dämonenschlacht. Wer immer gegen dieses Gift speienden Widernatürlichkeiten antritt, sollte aus der Rolle heraus angreifen und sich ansonsten tunlichst auf Distanz halten. In Bedrängnis geraten bediene man sich der Betäubungsschläge. Ich bezweifle zwar, dass die Taumelnden ein Bewusstsein haben, das man trüben könnte, aber vermutlich greift die Kraft ihrer unheiligen Herren irgendwo am Schädel an, denn ihr solche Schläge ein paar Moment lang entreißen. Ah, okay. Hebel. Entschärft jetzt? Tatsächlich. Bleikugeln vergessen. Kupferkiesel und so. Eine Tukarte, so ein bisschen was bei dann gewesen. So. Jetzt wohl jetzt da damit. Da geht's weiter. Mal gucken. Hoch, hier ist ein bisschen. Was ist ein Kram hier? Mit Kraut? Geh nicht. Achso, benötige Rang 5. Ah, okay. So, wieder. So weit haben wir. Sind wir nicht. Noch nicht. Was haben wir hier? Irgendwas? Ne, hier ist nichts. Mhm. So, können wir uns auch hier ran machen. Topas und verdorbene Saphir. Na super. Haben es ja richtig weitergebracht. Hallo. Hier oder eine Haarbürste? Okay, wozu braucht ihr eine Haarbürste? Oh, brauche ich Rang 4. Das haben wir leider noch nicht. Was haben wir denn an Punkten schon? Noch nicht genug. Magie könnten wir noch ein bisschen was schaffen jetzt, ne? Was ist das? 300 Gelingspunkte. Das können wir mal machen mit dem. So, und wo setzen wir das? Auf 4. Jetzt sind wir nicht. So, dann haben wir Nummer 2 schon mal. Das ist schon mal gut. Ah, so also kommen wir zumindest ein bisschen voran. Oh. Hier nochmal. Oh, schade. Wir sind Rang 7, das ist so schwer. Okay. Dann lassen wir es erstmal noch liegen. Kommen wir später nochmal vorbei. Ich hoffe, wir haben die Möglichkeit dazu. Hm. Wir haben so ein bisschen die Druidikas. Aber es tut mir passt jetzt gerade hin, aber. Ich hab das gesagt. Hier an dieser Stelle also aufhören. Ist noch was? Hier ist nichts mehr. Wahrscheinlich alles inszeniert, um nur dahin zu kommen, was sie haben wollen. Unsere Gaben. Für die Gabe unserer Schwester, vermute ich mal.
Also nehmen wir mit. Das ist hot. Können wir denn eigentlich schon was brauen? Ne, können wir noch nicht. Da fehlen uns noch Morgentau. Das können wir auch noch nicht. Da fehlen uns auch Morgentau. Wir brauchen Morgentau. Schade. Ah, hallo, ihr beiden. Was soll denn das? Weiß ich überhaupt nicht. Okay. Muss ich kurz eine Linie machen. Wie kann man denn... Ich sage ich nicht, ich bin jetzt so groß. Wir gehen noch nicht rein. Ist das ein Kraut, was wir brauchen können? Ja, kann man nicht annehmen. Da können wir aufmachen. Okay, dann kommen wir gleich zu. Inventar. Haben wir da irgendwas Heilendes, das wir uns verwirren können? Genau, zack. Und Server 4. Und schwacher Heiltrank. 2. So. Mehr haben wir noch nicht. So. Also sind wir in Lebensenergie ist voll. Okay, wir können wieder. Ne, was? Ne, ist noch nicht voll. Hm. Da müssen wir doch mal einen Heiltrank nochmal nehmen. Schwacher Heiltrank, frische Wunde, unreiniger Heiltrank. Nur den mal benutzen. Auffüllen, ne? Wenn wir wieder ein bisschen fit sind. So, wir kämpfen auch wieder besser. Ah. Da wollen wir noch nicht hin, das ist aufgemacht. Treten. Der Kannibale ist noch am Leben, aber seine Gefangenen dafür auch. Ja, das wissen wir doch. Mhm. Oh. Nochmal ein Speicherpunkt. Hallo? Was ist denn das? Und eingesackt. Wasser, Waffen. Zwei Dukaten. Mhm. Das habe ich nicht identifiziert mittlerweile. Können wir die auch nicht identifizieren, ne? Sind auch nicht in der Lage dazu, ne? Ah, doch. Heilschnittling, was haben die? Trefferpunkt, aber nicht so gut wie unser Schwert hier. Nein, nichts ist so gut wie unser Schwert. Nichts ist so gut wie unser Schwert. Das ist gut. Modifiziere, ha? Geht nicht. Kopfverbrüllung, das wollen wir nicht. Hm.
Okay, mehr geht mir nicht. Nein. Haben wir hier noch? Ja, was ein bisschen ein Zustand ist, ist das, was wir haben. Das ist das, was wir so angelegt haben, ne? Ja. Nichts Besseres, okay. Nichts, was besser ist hier. Kann man nichts verwenden hier. Okay. Es geht weiter, Leute. Mishka. Vitriol. Zweimal. Okay, hoffe, ist gerade interessant. Bewegen, was haben wir da? Lesen. Sturmböen fegen über das Schlachtfeld. Die Pfeile stürzen auf das Heer der Menschenkinder herab. Ihre Stärke vergeht mit ihrem Blut, das die Blumen bemalt. Aha. Zurücktreten. Inneren Ring drehen. Bitteren Ring, äußeren Ring drehen. Ah, oh, Rätsel. Ah, ja. Das ist aber nix. Na, vielleicht den äußeren Ring drehen? So. So, jeder. Jetzt. Ah. Okay, die vermutlich. Mit jedem Symbol an. Sesam, öffne dich. Trete ein. Ich bin Kairon. Ich bin hier, um euch zu befragen. Ihr seid nicht der Meister. Er kannte euch nicht. Ihr habt ihn nie gesehen. Ihr Rat wird nur dem Meister der Dämonen antworten. Und trotzdem sprecht ihr mit mir. Er hat die Wahrheit gesagt. Wir. Und wir werden ihm wieder antworten müssen. Brenner, was gibt euch diese Macht? Befehlen, verhandeln. Ich stelle die Fragen. Ihr habt zu antworten. Eure Unverschämtheit steht euch schlecht zu Gesicht, ihr Fremder. Ihr werdet niemals in des Meisters Namen sprechen, weil ihr niemals er sein werdet. Und trotzdem wurdet ihr mit einer Macht beschenkt, die von Anfang an die Zeichen seines Willens trug. Müssen die drei Fragen des Meisters für den Sieg der Wahrheit sorgen. Darum besinnt euch, Fremder, und sagt dem Rate, wann ihr willens seid, euch den Fragen des Meisters zu stellen.
stellt die Fragen des Meisters. Ich bin bereit. Nennt den Namen des Meisters. Oh. Beba. Ba. Bor. Borberat. Ba. Bor. Rad. Hörbar. Dies ist sein Name. Hört nun die zweite Frage. Was war des Meisters ewiger Widerspruch? Oh. Liebe und Hass. Wissen und Wollen. Freiheit und Macht. Ach du Scheiße. Wissen und Wollen. Freiheit und Macht. Wissen und Wollen. Der Grund, dass der Gelehrte voller Weitsicht zögert und dass der Krieger blind sein Leben an die großen Ziele hängt. Weil man nicht gleich stark wissen und auch wollen kann. Ihr irrt euch. Besinnt euch und versucht es erneut. Oh Mann. Okay. Wer seid ihr? Woher kamt ihr? Wohin geht ihr? Ich bin Chiron. Ihr seid... Und trotzdem sprecht... Ihr hat die Wahrheit gesagt. Wir müssen antworten. Und wir retten. Ich würde euch antworten. Aber diese Macht ist mir selbst ein Rätsel. Wo ist der Rat euch ebenbürtig in der Unwissenheit? Wenn er bisher nicht herausfand, was ihn zu dem machte, was er wurde? Wenn der Rat jedoch nur jenem Antwort geben wird, der sich erklären mag. So müssen die drei Fragen des Meisters für den Sieg der Wahrheit sorgen. Darum besinnt euch, und sagt dem Rate, wann ihr willens seid, euch den Fragen des Meisters zu stellen. Stellt die Fragen des Meisters. Ich bin bereit. Nennt den Namen des Meisters. Ah, das ist ja Borberat. Das kriegen wir hin. Ba. Rat. Hörbar. Dies ist sein Name. Hört nun die zweite Frage. Was war des Meisters ewiger Widerspruch? Okay, Wissen und Wollen war nicht. Freiheit und Macht wäre dann noch das nächste. Ansonsten Liebe und Hass. Machen wir Liebe und Hass. Die beiden größten Gefühle, die am nächsten beieinander liegen. Die Liebe, die das Herz entflammt. Und der Hass, der es verbrennt. Ihr irrt euch. Ah, mach doch das andere richtig, Schatz. Euch und ja. Okay, nochmal. Oh, Mann. Man hangelt sich durch, ne? So. Gott. So. Ah, Mo. Ba. Rat. Was war das? So, den nicht. Es bleibt nur Freiheit. Macht. Wollte ich die ganze Zeit als erstes nehmen, aber ich wollte erstmal die anderen Sachen. Habe ich zu viel drüber nachgedacht. Vom Gefühl habe ich das hier gesagt, aber dann. Wissen und dann. Das wollte ich einfach ausprobieren. So. Ja. Das Ideal der Freiheit, die für alle gelten soll. Wenn einer wahrhaft frei ist, müssen andere ihm gehorchen. Ganz recht. Das ist sein größter Widerspruch. Es folgt die dritte, letzte Frage. Wer wird künftig für den Meister sprechen? Ha.
Kriege ich das Kirchenbuch? Keine Ahnung. Ich. Benötige Überreden Rang 3. Geht also nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Doch ich trage die Antwort in mir. Die Antwort war nicht ganz korrekt. Doch in der Zukunft wird er Recht behalten. Stellt eure Fragen, Fremder. Der Rat befindet euch als würdig. Alles war freundlich. Gabe. Falconaro, ja. Was könnt ihr mir zu Falk von Arribor sagen? Von Glanz verhüllt spannt er sich auf. Doch focht er nur zu seinem eigenen Vorteil. Er wurde, was die Marke des Meisters für ihn bestimmt hatte. Er ist der treueste ihrer Söhne. Er ist euer Gegenteil in allem. Er will sich nehmen, was auf euch kommt. Euer Bruder, der Ruhe zur siebten Teil. Des Meisters Magd und er werden dich knechten. Ihr werdet großes Leid erfahren. Doch wenn ihr ihn besiegt, geht ihr den ersten Schritt auf den Pfad eurer Bestimmung. Okay. Kalandra. Gabe. Was hat es mit meiner magischen Gabe auf sich? Lang blieb unentdeckt, was tief verborgen war. Nur durch Blut ist jenes Tor geöffnet worden, das des Meisters Magd erbaute und das siebenmal verstreut im Lande reift. Die Gabe wird euch geben, was sie anderen nehmen wird. Aus den sieben wächst der Paladin. Am Ende wird das größte Opfer stehen. Doch heute gibt euch die Gabe Macht. Durch ihre Augen tötet eure Klinge jene, die von draußen kommen und die euch so schrecklich ähnlich sind. Okay. Beschwörer. Wie finde ich den Beschwörer aus dem Praios-Tempel? Wem diente er? Er diente einem anderen Herrn, als er Glauben machen wollte. Der Mann, der euch einst groß zog, musste irren, um Recht zu behalten. Der Treiber der Toten wird einen großen Ruf üben. Der Herr der Rache wird ihm den schwärzesten seiner Diener senden. Dies wird geschehen, weil der falsche Held dem Knecht des Blackharats befehlen wird. Drei alte Freunde wechseln Fremdlinge. Versöhnt sie und ihr obsiegt, wenn auch ohne Ruhe. Der Ketzer weiß Antwort. Super. Wer ist Kalandra? Was haben Falk und seine Mutter mit ihr vor? Einst sollte sie euer Schicksal teilen. Doch der Mann, der sie geraubt, macht den Zwang zur Freiheit. Die Magd des Meisters wird sie mit sich nehmen in die grellste Finsternis. Sie plant den besten aller Tode. Für Kalandra oder euch. Doch dieser Tod ist fern. Unverbrüchlich gilt, Kalandra liebt euch. Ohne jeden Zweifel. Und die letzte Frage. Wer ist mein richtiger Vater? Er war einer von dreien. Dann wollte er einer von Zweien sein. Er folgte der Magd des Meisters. Doch ihre größte Gunst machte sie zu seiner Feindin. Er wollte den Sieben nicht folgen.
Jetzt seid ihr wieder drei. Drei andere. Drei neue, die den Rest der Sieben erzittern lassen. Sprecht mit mir. Er will wirklich euer Vater. Er wird nicht alles wissen. Doch er wird euch helfen. Und eines Tages trifft er wieder auf des Meisters Macht. Dann wird sich zeigen, wer der wahre Vater ist. Ich habe genug gehört. So geht denn, Fremder. Der Ketzer wird euch zeigen, was ihr seht. Der Weg zu ihm führt über eure Linie. Ja, Freunde, dann an dieser Stelle Speicherpunkt, ne? Das ist für mich leichter. Lass uns Speicherpunkt suchen. So, gehen wir halt raus. Das hatten wir schon gelesen. Das hatten wir schon gelesen. Wo müssen wir da jetzt raus? Speicherpunkt will ich haben. Ah, natürlich. Ach Mensch. Huch. Steht noch rum. Irgendwo steht doch hier noch einer rum. Da. Jetzt habe ich hier voll widerlich. Ja, lass das wieder. Kommst du denn her? Identifiziert. Mal schauen, was das ist. Finde ich das gute Stück denn? Ja, hier, ne? Da kann ich identifizieren. Kann ich das identifizieren? Dietrichsband. Drei Dietriche, einer abgebrochen, einer verrostet und einer gut gepflegt. Ah ja, super. Was? Ein Heiltrank. Hey, cool. Oh, das ist eine Kiste. War's schon? Okay. Das ist eine Kiste. Ah, hier waren wir schon. Okay. Ich denke, kommt ein Speicherpunkt. Ich mache Schluss. Ich muss ins Bett. Alles klar. Bis demnächst.